Es gibt kein Zurück mehr. Alles Gute. Countdown läuft. Alle Mann auf Position. Das Ehepaar Jones nimmt in den 50er Jahren an Atomtests teil. Deshalb hat ihr Sohn Sam die zunächst unerkannte Fähigkeit zur Selbstentzündung und verbrennt in einem Unfallszenario seine Eltern. Alles ganz normal. Nun, als erwachsener Mann, brechen seine Veranlagungen erneut aus ihm heraus und Sam findet Hinweise auf seine Vergangenheit. Wir haben es mit dem Fire-Syndrom zu tun. Genauso hat es auch ein Reporter genannt. Fire-Syndrom. Das passiert immer wieder, hat er gesagt. War er etwa Zeit seines Lebens nur ein Versuchskaninchen bei einem wissenschaftlichen Forschungsprojekt? Ich muss Ihnen jetzt eine Injektion geben. Ein Mix aus Body-Horror und Science-Fiction von Texas Chainsaw und Poltergeist-Regisseur Tobe Hooper aus dem Jahre 1990. Mit Chucky und Einer flog übers Kuckucksnest-Star Rhett Dourif in der Hauptrolle. Fire Syndrome.